Bevor wir uns wieder ins Haus des Schlafes begeben, dachte ich mir, wir gehen mal eben bei Miku vorbeigucken, weil wir haben ja vorhin die Fotos entwickelt. Und ja, vielleicht müssen wir irgendwie sagen, dass sie da was zu nachschlagen soll oder so. Ich weiß nicht, ob das automatisch passiert. Und wieder klopft sie nicht an. Hey, was ist los? Miku, dieser Mann auf dem Foto, auf deinem Schreibtisch. Das ist mein älterer Bruder. Er wird schon seit langem vermisst. Das wusste ich nicht. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ich habe mich nur gefragt. Ja, wie das war's? Hallo? Sag doch mal mehr. Guck dir die Katze an. Sprich mit Miku. Macht sie nicht. Können wir uns nochmal das Foto angucken? Oder was ist hier? Ein Notizbuch? Alles liegt auch nicht auf dem Schreibtisch. Es sind alles Bücher über Kameras und Fotografie. Sie geht ganz darin auf. Ich wette, sie lernt bis spät in die Nacht hinein. Ja, dann wohl doch nicht. Gut, dann gehen wir wieder. Guck da nicht so hin, ey. Du machst doch eh nichts. Oh! Hat jetzt gerade geflackert, da war doch irgendwo ein Geist, oder? Hm, verpasst. Ich gehe jetzt aber doch noch mal runter. Oh Gott, da sind Beine. Habt ihr das gesehen? Da waren gerade Beine. Hier, da waren Beine. Oh Gott. Das macht mir ein bisschen Angst. Meine, es ist ja okay, dass in diesem Haus des Schlafes der Funk abgeht, aber muss der auch hier in dem normalen Haus abgehen? Da kann man sich ja überhaupt nirgendwo mehr entspannen. Es wird so langsam wie Silent Hill. Das hier ist das böse Silent Hill und das Haus des Schlafes ist das sehr böse Silent Hill. Boah, also ehrlich, jetzt diese Beine haben mich irgendwie erschreckt. Ja, gut, dann gehen wir halt wieder schlafen. Habe ich eigentlich auch keine Lust zu. Wenn ich solche Träume hätte, würde ich überhaupt nicht mehr schlafen. Oh, überraschenderweise spielen wir jetzt Miku-chan. Und wir sind schon wieder in diesem scheiß Haus. Oh, ein Siegel. Stunde 4, der böse Traum. Ja, ab hier ist es übrigens mehr oder weniger blind. Ich habe hier dieses Kapitel, wo wir mit Miku spielen, mal kurz angespielt und dann bin ich dauernd gestorben bei so einem scheiß Geist und deswegen habe ich aufgehört. Hinter dem Geländer ist etwas in Stoff gewickelt. Der Umriss ist menschenförmig. Ja, ihr seht, es ist dasselbe Haus aus Teil 1. Es ist auch dieselbe Musik wie in Teil 1 und das macht das Ganze überhaupt nicht besser. An der Tür ist ein dickes heiliges Seil. Die Tür gibt nicht einmal nach, wenn ich sie öffnen will. Ein mächtiger Geist strömt von der Tür aus. Ja, in Strapsen durchs Geisterhaus. Das ist doch großartig. Wobei es sind ja an sich keine Strapse, sondern halterlose Strümpfe. An der Tür sind Sanskrit-ähnliche Zeichen eingraviert, sowie Metallhaken, um etwas aufzuhängen. Die Tür ist offenbar verschlossen. Nein, wir brauchen doch nicht wieder eine von diesen Masken. Oh, hier liegt was. Miku, hebt das auf. Kräutermedizin. Haben wir jetzt eigentlich die Kamera? Nee, wir haben nur so eine normale Kamera. Das ist keine Kamera Obscura. Nee.
Scheißendreck, es gibt auch keine Kamera im Menü. Und wir haben nur Kräutermedizin, aber dafür 9 Stück, das ist okay. Aber wir haben keinen, hier, wie heißt es? Steinspiegel oder so. Oder Spiegelstein, ist ja egal, die heißen in jedem Teil anders. Oh Gott, hier ist der Saalflur. Ja, nein, Karte wollte ich nicht. Ich wollte die Kamera ändern. So Silent Hill-like, aber das geht hier nicht. Oh Gott. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der erste Teil war mit Abstand am gruseligsten. Der war viel düsterer. Ist das? Kamera Obscura. Ich möchte mich nicht mehr ändern. Ja, Miko-chan, ich auch nicht. Oh Gott. Jetzt sieh das doch mal positiv. Wir haben jetzt wenigstens die Kamera. Ist die schon irgendwie. So, erstmal wieder Typ 7. Verbesserte Linsen hat Miku nicht. Aber wir können hier, jetzt heult der Bubu wieder rum, wir können hier ein bisschen was aufrüsten. Reichweite ist auf jeden Fall wichtig. Damit wir die Geister auch mit etwas größerem Abstand fotografieren können. Shinosuke, jetzt sei mal still, ich muss mich konzentrieren. Ja, ich glaube, hier geht's schon direkt los. Ich lege mal eben anderen Film ein. Da liegt was. Filmtyp 61, ja. Wie ich bereits sagte, hier geht's gleich los. Und hier habe ich aufgegeben. Aber für euch spiele ich weiter. Über meinem Kopf befindet sich ein kleiner Schrein. Die Tür des Schreins steht offen und ich kann Amulett und Talismane darin sehen. Amulette. An der Tür ist eine Steintafel mit mehreren eingearbeiteten Steinen. Vielleicht kann man sie so öffnen. Du hast es versucht, aber sie ging nicht auf. Eine winzige Schrift ist in die Steintafel eingraviert. Ja, bla bla, das kennen wir schon. Hier irgendwo was? Nein. Da, ich wusste es. Miku, beweg dich! Oh Gott, ich komme überhaupt nicht an dem vorbei. Ich hasse den! Und ich habe den Zero Shot verpasst. Ich sag doch, der ist zu schnell. Der ist zu schnell für so eine alte Frau wie mich. Was war jetzt das? Ach, fuck. Ah, Zero Shot! Oh, das war jetzt aber leicht. Letztes Mal bin ich hier so oft gestorben. Da ist etwas auf dem Boden, wo sich vorher der Mann mit dem Beil befand. Täuschungsmaske. Yeah. Und es ist was auf den Boden gefallen. Es war das heilige Steinamulett. Der heilige Stein. Miku Hinasakis Spezialfähigkeit. Effekt 1. Verlangsamt Geister. Wenn Sie die Kreistaste drücken und den heiligen Stein verwenden, verlangsamen Sie die Geister. So können Sie Geister besser ausweichen und bei Blendchancen oder Fatal Frame leichter auf Sie zielen. Der heilige Stein ist nicht verwendbar, wenn die Anzeige auf 0 geht. Blabla.
Das ist wahrscheinlich so eine Art Power-Up-Linse, die aber nur Miku-chan benutzen kann. Erstmal jetzt wieder. Nein, hier den Film ändern. So. So, wir müssen jetzt sowieso wieder zurück. Und dann werde ich mal eben speichern gehen, weil ich heilfroh bin, dass ich diesen Kerl geschafft habe. Wobei, wir müssen sowieso ganz zurück, um die Maske aufzuhängen. Dann komme ich ja eh am Speicherpunkt vorbei. Oh, da ist was runtergefallen. Ignoriere das, Miku. Das geht alles wieder weg. Ich bin übrigens auch, als wir zum ersten Mal mit Rei-chan gegen den Mann mit dem Ball gekämpft haben, total oft gestorben irgendwie. Ja, aber irgendwie bin ich offensichtlich, wenn es ein Let's Play ist, besser als wenn ich alleine spiele. Vielleicht, weil ich einen Ruf zu verlieren habe. Nein. Mein Ruf ist mir ziemlich egal. Das war schon immer so. Speichern beendet. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin nicht glücklich, wieder in diesem Haus zu sein. Und Miku-chan ist das auch nicht. Und die läuft so komisch. Im ersten Teil lief die aber anders. Die Metallhaken auf der Rückseite der. Auf der Rückseite der. Aha, ein Wort. Okay. Nachahmungsmaske sehen aus, als passten sie genau in die Metallvorrichtungen an der Tür. Du hast die Nachahmungsmaske auf die Metallhaken an der Tür gehängt. Also ich muss hier nach Drinkhorn spielen, damit wir diese ganzen Rechtschreibfehler hier nochmal übertreffen können. Das Gesicht der Nachahmungsmaske hat jetzt einen zornigen Ausdruck angenommen. Die Tür sieht geöffnet aus. Ja, dann geh mal durch. Aber sie ist ja schon hübsch, unsere Miku. Was? Aber eigentlich führt die Tür doch gar nicht ins Aquarium. Hinter der Tür müsste doch jetzt der Maskengang sein oder sowas. Ich hasse das Aquarium. Ja, seht ihr, seht ihr, seht ihr, deswegen hasse ich es. Kommt die nochmal von derselben Stelle? Ja, das ist gut. Dann können wir hier ganz relaxed stehen bleiben. Die ist nämlich sehr schnell, wenn sie rumfliegt, aber erstaunlich langsam, wenn sie normal angreift. Da ist etwas auf dem Boden, wo sich vorher der Geist der Frau mit dem langen Haar befand. Was für ein Boden, die ist im Wasser gestorben. Da ist ein fünfeckig, eine fünfeckige. Nein, da ist ein fünfeckiger Lithografiestein mit eingravierter Schrift, die wie Sanskrit aussieht. Oh Gott, diese Steine kennen wir auch noch. Als Reaktion auf den Stein der Dämmerung, den du dabei hast, hat der Türmechanismus angefangen, sich zu bewegen. Ja, die Rätsel kennen wir auch noch. Meine Güte, ein Déjà-vu nach dem anderen. Okay, das hat leider nicht funktioniert. Das war zu offensichtlich. So, das kommt dahin. Nee, das bringt mir auch nichts. Der muss dahin. Das ist erstmal okay. Oder? Nein. Wir tun erstmal den nach da. Genau, das ist gut. Dann kommt der nach da. Der kommt nach da unten. Der nach oben. Oh, eigentlich liebe ich solche Rätsel. Wirklich. Und der kommt nach da. Voila! Durch das Einfügen des Steins der Dämmerung ist in die letzte Öffnung hat sich das Schloss geöffnet. Dann mal rein in die gute Stube. Moment, jetzt sind wir im Maskengang? Das ist aber total unsinnig. Miku, du träumst ganz falsch. Das hier ist dieser Maskenaltar. Aber das Aquarium führt da nicht hin.
Und da sitzt jemand und guckt uns an. Was ist das denn?